Was wäre eine Axt ohne Stiel? Ne? Also Axtkopf ohne Stiel ist irgendwie fad. Aber Cold Steel hat eine Lösung, wo du die zwei miteinander verschrauben kannst. Das heißt, rein, raus. Und du wissen, was das heißt und was das Teil kann. Dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Buschkraftareal. Die letzten Sonnenstrahlen, die nutze ich gleich als Belichtung. Cold Steel. Und zwar Hudson Bay Camp Axe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Teil ist ja dafür gedacht, dass man schnell und effektiv ja, die auseinanderbauen kann, wieder zusammenbauen kann, den Stiel, sofern er den kaputt geht, wechseln kann. Das gibt es auch in einer kleineren Version, in der Hatchet. Ich hoffe, auch das ist richtig ausgesprochen. Übrigens, billige Eigenwerbung, ich gebe den Link in meinen Shop, wenn dir das Ding interessiert. Aber, wie funktioniert es überhaupt? Eigentlich ist das ist, also ist ein spezieller Stiel. Also das ist nicht irgendein Stiel, sondern das ist wirklich der für diese Axt. Und der hat hier an dieser Stelle so Ausnehmungen, zwei Stück. Und da ist ein Loch für einen Pin, da komme ich gleich dazu. Da sind jetzt so Löcher drin. Dann kommt das da rein und wird da angeschraubt und eigentlich mit dem Pin fixiert. Und jetzt kommt das ganz große Problem. Der Reinischweine, also ich, habe das Ding im November oder Dezember, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, besorgt. Und damit gespielt und es war voll spaßig. Und dann haben wir gedacht, aber jetzt will ich ja mal wissen, wie das ist, wenn man das runterschraubt. Das habe ich natürlich gemacht und dann ist mir original, dieser kleine, das ist so ein kleiner Metallpin, so ein silbernes Ding, das ist mir runtergefallen und seitdem war es nicht mehr gesehen. Und das ist das Nachteil Dingsbums bei diesen Dingsbums. Wenn die Schrauben oder das Pin weg ist, dann ist es irgendwie ein bisschen ein Schaß mit Quasteln, wie man in Österreich sagt. Aber schauen wir es uns mal an. Schauen wir her. Das ist dieser Axtkopf. Und wenn du da reinschaust, dann ist hier an dieser Stelle, da an dieser Stelle, so eine Vertiefung bis hierher. Und da sollte dieser Pin die Axt davor schützen, weil der Pin wird auch hier an dieser Stelle mit eingesetzt, ne? Da reingesetzt. Wenn ich hacke, dass mir der Axtkopf davon fliegt. Aber ohne den Pin ist das jetzt blöd und ich finde den nicht mehr und das macht mich wahnsinnig. Jetzt kann man sagen, rein, du Botschafter ernten. So sagt man das zumindest in Österreich, in Ostösterreich, da wo ich daheim bin. Und das ist natürlich richtig. Aber das ist natürlich bei dem Konzept insgesamt ein bisschen blöd. Gut, jetzt kann man das natürlich improvisieren durch ein anderes Metallteil. Das werde ich auch versuchen. Du könntest auch mit ein bisschen an Holz vielleicht versuchen, wenn du dir was schnitzt. Aber es ist nicht mehr dasselbe wie eben ein Stahlteil. So, aber wie funktioniert es? Eigentlich würde das Ding da jetzt an der Stelle, ich habe da unten einen Hackstock, ja, da klopfe ich jetzt drauf und dann wird hier dieses kleine Loch hier freigegeben. Dann setzt du diesen Pin hier ein und dann machst du es andersrum, nämlich dass du so drauf klopfst auf den Hackstock und dann ein bisschen fest ab. So, aber jetzt, ja, hast du nicht gesehen, aber glaubst du, dass das der Hackstock ist, ja? Und dann ist der Pin hier hinten verschwunden. Und dann hast du hier genau die Position, haha, dass du da die Schraubung und die Gegenschraube, ich weiß nicht, nennt man das Mutter? Ich weiß nicht, aber es ist eine komische Mutter auf jeden Fall. Die hier einsetzt, einmal, ja, es geht jetzt nicht ganz rein, weil ich habe das Ding auch über den Winter heraus liegen lassen, zwar nicht im Schnee, aber dadurch ist das Ganze ein bisschen eingerostet. Mich interessiert das immer, wie die Ausrüstung sich verhält, wenn man sie ein bisschen unlieb behandelt. Diese Teile hier werden da so eingesetzt, genau an dieser Schiene, die sehe ich auch auf dieser Seite, ja, und dann gibt es die dazugehörigen Schrauben, die werden dann da eingesetzt und mit einem Imbus. Das ist ein Vierer-Imbus, ja genau, mit einem Vierer-Imbus festgeschraubt. So, das ist jetzt die Sache. Wenn du sagst, bis jetzt langweilig, dann sage ich, ja, so ist das halt. Einfach festschrauben, das ist cool. Und wenn der Pin drin wäre, dann würde das auch hundertprozentig bombenfest sitzen, wo ich sage, yeah, da kann nichts sein. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das auch jetzt nicht so ist, aber ich fühle mich jetzt nicht mehr so sicher wie mit dem Pin. Und das ist jetzt, und da komme ich jetzt zuerst zum Nachteil von diesem Ding, halt ein Nachteil. Wenn du den verlierst, dann ist es blöd. Außer du hast einen Ersatzpin mit. Ja, dann kann ich mal gleich, naja, dem ein Wechsel. Und du brauchst auch diesen Imbus hier. Also wenn du den auch nicht mit dabei hast, dann wird es langweilig mit dem Wechseln. So, schön festziehen. So, dann ist das da alles schön festgezogen. Und dann hast du den Axtkopf und kannst Hurriger machen. Naja gut, dann wollen wir mal ein bisschen was spalten. Wie gesagt, ohne so ein Imbus ist auch das Runterarbeiten nicht so einfach. Und dieses Teil, ich habe jetzt endlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, habe ich schon einmal ein Video gemacht, gebe ich da oben beim i den Link, da habe ich mich gefragt, was ich damit tun kann. Und weil das Ding ein
eingerostet war, habe ich es eingesetzt, um hier diese Gegenmuttern da rauszuquetschen. Also ich habe ein weiteres Einsatzgebiet. Yay! Yeah, waren die 40 Euro nicht umsonst. Ah, Themenwechsel. So, jetzt wollen wir die Axt zum Spalten verwenden. Und ich meine, schau dir mal an, das Ding ist wirklich extrem, extrem lang. Also da ist sicher einiges an Zug dabei. Axt hacken. So, und das ist natürlich jetzt der Punkt. Und weil an dieser Stelle der Pin fehlt, weiß ich nicht, ob, wenn die Schraubung hier aufgeht, das nicht irgendwo davon fliegt. Also da muss man dann immer wieder... das mit dem Pin macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich habe es schon ein oder zweimal erwähnt in dem Video und werde es wahrscheinlich auch noch ein drittes Mal erwähnen. Aber so schaut die Sache ganz einfach aus. Ja, das ist es. Aber sonst sehr führig. Lässt sich gut damit arbeiten. Relativ flach. Ja, relativ flach. Also nicht zu breit, also nicht spaltaxtmäßig. Muss es ja auch nicht. Es soll so eine Allround-Camp-Axt sein für alles, was man sich dazu vorstellt. Ein bisschen spalten, ein bisschen hacken. Also Baumfällen zum Beispiel. Und das kann ich mir gut vorstellen. Sehr, sehr nett. Sehr führig trotzdem. Also die taugt mir. Wie gesagt, die taugt mir. Es gibt ja ein eigenes Axtbuch von Joe Vogel und wie heißt der andere? Geoffrey? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wenn dich das interessiert, kann ich da, das Buch habe ich übrigens, wenn dich das interessiert, kann ich einmal ein Review zu diesem Buch machen. Schreib mal einen Kommentar. Ich habe das Buch und finde es gut und da sind auch unterschiedliche Axttypen und Axtsysteme sozusagen. Habe ich das nicht getroffen? Ich habe es nicht getroffen, das ist ja fürchterlich. Abgebildet und insgesamt von der Geschichte und Axttypen und so weiter. Also das finde ich alles sehr, 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 sehr angenehm. Also wenn das interessiert, sag mir das. Das ist halt so ein amerikanisches Cold-Steel-Axt-Dingsbums. Und jetzt will ich ranzen. Und es macht wirklich Spaß. Ja? Es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Das möchte ich gleich dazu sagen. Cold Steel Hudson Bay. Man, unabhängig jetzt mal von der Stilllänge, also vom Querschnitt noch einmal, wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit einer Wetterlings, dann siehst du, ja, dass dieses Blatt, ich glaube so heißt das, relativ lang ist, aber nicht so blatt aufgeht, zumindest sehr schlanker ganz einfach. Ja. Und jetzt auch noch einmal im Vergleich, das hier ist alles total eckig, während das ein bisschen abgerundet ist, das ist bei der Hulterforce, die ich jetzt momentan nicht an der Hand habe, auch so, das ist halt alles komplett eckig. So. Dann natürlich auch als Hammer einsetzbar, das ist klar, aber da genau an dieser Stelle, da ist halt dieser Spalt. Ob das ein Nachteil ist, ich kann es dir nicht sagen. Insgesamt einmal nicht so schlecht, das kriegt man nicht runter. Also wirklich, Cold Steel gibt es ja so in der Form nicht mehr, man ist Cold Steel schon, aber ich glaube, das ist jetzt eine andere Firma. Wenn die das hören, die hören das sicher nicht auf Deutsch, aber dann wäre es super, wenn ihr Aufkleber verwendet, die nicht so draufpicken, dass man sie nie wieder runterkriegt. Fürchterlich. Ja, aber sei es drum. Ja, wenn ich das ruhig liegen bleiben würde. Aber insgesamt, ich meine, auch quer zum Holz, ist durchaus in Ordnung. Das ist kein schlechtes Teil. Wirklich, wirklich, wirklich kein schlechtes Teil. Warum ich jetzt keinen Baum fälle? Ja, weil ich momentan keinen habe, den ich fällen könnte. Vielleicht kommt das wieder mal hier. In meinem Buschkraftareal auf Faldolabate sind immer wieder mal so ein paar Bäume, die ich umhauen darf und die ich spielen darf. Jetzt muss ich das halt mit einem Stück Holz, das ist übrigens... Na, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Esche ist. Auf jeden Fall totes Stück Holz, das abgeschnitten wurde, das ich da jetzt mal trädiere. Ich werde jetzt dann nachher auch schon aufhören mit dem Test. Ja. Aber insgesamt, ich meine, das beißt ganz schön. Ja, das war jetzt die Vorstellung von diesem Teil hier, die erste. Ich werde versuchen, diesen Pin wieder zu besorgen oder einen Ersatz zu finden, damit ich da mal wirklich mich auch trauen kann. Also alles in allem ein sehr, sehr nettes Teilchen. Ja, das durchaus in Ordnung ist. Hickory Griff. Leider rostet das Ding natürlich, das muss auch klar sein. Gebt unten den Link, ist natürlich alles billige Eigenwerbung in meinem Shop, wenn du das magst. Und pass halt, wenn du es kaufst, auf, dass dann nicht dasselbe passiert wie mir, dass du den Pin verlierst. Das ist ein bisschen blöd, weil ich habe keine Ersatzpins. Also das ist ein bisschen blöd. Aber es soll so sein.
Wir werden jetzt bei den Bushcraft-Trainings, weil bei den Survival-Trainings haben wir die gar nicht mit dabei, wenn wir es nicht brauchen. Außer bei den Winter-Trainings, das muss ich zugeben, im Winter ohne Axt Feuer machen draußen, also oder ein Wärmefeuer und Kochfeuer aufrechterhalten, das ist extrem schwierig. Bis jetzt immer Grenzforce und Wetterlings mitgehabt, also die Cold Steel haben so einen Härtetest eigentlich noch nicht mitgemacht. Wir planen eh für das Jahr 2022 wieder ein Wintertraining. Sofern uns dieses Corona-Dingsbums das überhaupt erlaubt. Aber dann ist das wieder geplant und da geht dann dieses Ding mit einem Pin natürlich. Und wie gesagt, also das hat schon was. Also das hat schon was, dass es so schön lang ist. Da kriegst du richtig einen schönen Zug zusammen. Also insgesamt von mir einmal einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten für mich selber, weil ich den Pin verloren habe. Aber jetzt höre ich auf damit und jetzt bist du dran. Was hältst du von diesem System hier? Was ist deine Meinung dazu? Ist es überhaupt notwendig, deiner Meinung nach, dass man bei einer Axt den Kopf so einfach runterschrauben kann? Was ist wirklich das Anwendungsgebiet? Es ist ernsthaft, ja? Was ist wirklich das Anwendungsgebiet? Wo brauche ich das wirklich? Das würde mich interessieren, was du davon hältst. Daumen nach oben oder nach unten. Link in meinen Shop, ist auch ganz klar. Und der schöne Sonnenuntergang hier auf Valdo Labate. Daumen nach oben oder nach unten. Abo dalassen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.